Willkommen zu unserem News-Spezial, liebe Zuschauer. Es ist ein Interview, über das Deutschland heute spricht. Gesundheitsminister Jens Spahn stellt im Interview mit der Neuen Züricher Zeitung die Handlungsfähigkeit des Staates in Frage und entfacht eine Diskussion über die innere Sicherheit in Deutschland. Unterstützung bekommt er unter anderem von CSU-Landesgruppenchef Dobrindt. Aus der SPD gibt es Kritik. Diese beiden wetteifern gerade darum, wer der größte Vorkämpfer für Recht und Ordnung ist. Während Innenminister Seehofer auch dafür zuständig ist, hat Gesundheitsminister Spahn eigentlich anderes zu tun. Doch der Frontmann der CDU-Konservativen macht sich offenbar große Sorgen um den Rechtsstaat. In einem Interview sagte Spahn, schauen Sie sich doch Arbeiterviertel in Essen, Duisburg oder Berlin an. Da entsteht der Eindruck, dass der Staat gar nicht mehr willens oder in der Lage sei, Recht durchzusetzen. Staatsversagen kann man das wohl nennen, ein vernichtendes Zeugnis, für das der GroKo-Minister an den deutschen Stammtischen sicherlich viel Beifall bekommt. Trotzdem beklagt Spahn, dass jeder Steuerbescheid pünktlich beim Bürger ankommt. Aber bei Drogendealern, die von der Polizei zum 20. Mal erwischt werden, scheinen die Behörden oft ohnmächtig. Die Kanzlerin schweigt zu alledem. Sie weiß, dass ihr Gesundheitsminister nur das sagt, was viele Wähler denken. Und die machen sich auch Sorgen um illegale Zuwanderung. Spahn hat schon darauf reagiert. Er fordert 100.000 neue EU-Grenzschützer. Und Jens Spahn hat sich in dem Interview auch zu Muslimen in Deutschland geäußert. Die gehörten zu Deutschland. Der reaktionäre Teil des Islams mache das Zusammenleben allerdings schwierig, so Spahn. Erst gestern wurde bekannt, dass sich die Zahl der Salafisten in Deutschland in den letzten 5 Jahren verdoppelt hat. Die Aussagen des bayerischen Innenministers Herrmann zu diesem Thema jetzt noch mal in voller Länge für Sie. Orte, an denen sich die Einwohner besonders stark durch Kriminalität bedroht fühlen, sogenannte Angsträume, gibt es in vielen Städten in Deutschland. Zum Beispiel der Ebertplatz in Köln, der Tiergarten in Berlin oder die Eisenbahnstraße in Leipzig. Wir haben uns das angeschaut. Der Ebertplatz in der Kölner Innenstadt. Viele dunkle Ecken, viele Unterführungen und Büsche, die viel Platz für Kriminalität bieten. Drogenhandel, Schlägereien. Im vergangenen Jahr wurde hier ein 22-Jähriger erstochen. Rechte randalierten am Ebertplatz. Dann gingen hier mehrere marodierende, ja, ich muss sagen, Rechtsradikale über den Platz, also Glatze, Bomberjacken, und machten hier Jagd auf die schwarze Community. Es flogen Flaschen. Und eine Frau wurde hier in die Ecke getrieben. Das war wirklich hochaggressiv und ich hatte selbst Angst, irgendwie einzugreifen. Mittlerweile wird der Platz heller beleuchtet. Die Polizei verstärkt ihre Präsenz. Eine mobile Wache wie am Hauptbahnhof in Köln ist aber nicht drin, denn nicht auf jedem Platz eine mobile Wache aufstellen. Das kriegen wir von der Personenzahl nicht her. Ich muss sagen, ich bin da auch ein bisschen ungehalten, wenn jetzt Politiker mobile Wachen fordern, die vor wenigen Jahren noch die Polizei um 2000 Stellen kürzen wollten. Polizei und Politik sind auch beim Berliner Tiergarten gefragt. Im vergangenen Herbst starb eine 60-jährige Frau, ermordet von einem 18-Jährigen aus Tschetschenien, der ihr Handy rauben wollte. Der Tiergarten ist längst keine Idylle mehr. Drogenhandel, Prostitution sind hier tagsüber und vor allem nachts zu beobachten. Ein großes Problem sind auch die vielen Obdachlosen aus Osteuropa. Die Situation im Tiergarten wird immer schwieriger, nicht nur für die Besucher und Besucherinnen, sondern vor allem für unsere Beschäftigten, die dort jeden Tag sauber machen müssen, schauen müssen, dass der Park so ist, dass man da gerne sich drauf aufhält und auch spazieren geht. Und wir merken eben durch die zunehmende Wohnungslosigkeit, durch Drogengeschäfte, auch durch Prostitution, wird es immer schwieriger, den Tiergarten so zu präsentieren, wie wir uns ihn alle wünschen. Polizei, Ordnungs- und Bezirksamt arbeiten jetzt enger zusammen. Eine Taskforce wurde gegründet, um bestimmte Ecken im Tiergarten besser im Blick zu haben. Ein berüchtigtes Pflaster, auch die Eisenbahnstraße in Leipzig. 2016 starb ein Rocker bei einer Schießerei mitten auf der Straße, mitten am Tag. Als erste Kommune in Sachsen soll für die Leipziger Eisenbahnstraße jetzt eine Waffenverbotszone ausgerufen werden.